Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im LS22 unterwegs beim Blaulichtprojekt. Und ja, heute der zweite Teil zum Verkehrsunfall. Und ja, die erste Person wird jetzt gerade schon zum Krankenhaus geflogen. Und ja, jetzt landen wir am Krankenhaus. Da sieht man schon das Krankenhaus im Hintergrund. Und ja, da landen wir jetzt mal. Und ja, dann ist die erste Person schon mal im Krankenhaus. Die andere fährt oder wird gerade mit dem RTW ja, ins Krankenhaus gefahren. Dauert natürlich ein bisschen länger. Aber ja. So, jetzt hier landen. So, und dann Motor aus. Und dann die erste Person kommt schon, weil ins Krankenhaus. So, dann hier einmal raus und dann hier runter. Genau. Ja, jetzt zur selben Zeit fährt auch der RTW mit der Person eben ins Krankenhaus. Bei der Person, ja, ist es jetzt nicht ganz so dringend, dass sie ins Krankenhaus muss. Deswegen wird sie hier auch mit dem RTW ins Krankenhaus gefahren. Genau. Und ja, heute schon wieder Montag, deswegen euch noch einen schönen Start in die neue Woche heute zum Montag. Ja, ihr hört es immer noch an meiner Stimme. Ganz vorbei ist die Erkältung immer noch nicht. Aber es wird schon wieder. Genau. Und ja, wie gesagt, wir fahren jetzt zum Krankenhaus und ja, laden dort eben die Person auch ab. Oder übergeben die Person praktisch. Genau. So. Jetzt muss ich bloß mal schauen. Und dass wir richtig fahren. Ja gut, da sehe ich gar nichts. Nein, das wollen wir auch nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir müssen hier einfach geradeaus und dann irgendwann mal links abbiegen. Glaube ich. Weil ich bin mir gar nicht sicher, wo wir hin müssen. Aber naja. Und ja, gerade das Fenster, wo aufgeploppt ist, das ist jetzt, ja, da habe ich ein paar neue Fahrzeuge hinzugefügt und seitdem kommt das jetzt immer wieder. Ich weiß nicht, ich müsste das, glaube ich, irgendwo ausstellen, die Meldung. Also das sind Einsätze vom LS selber her, die wo wir aber so nicht fahren werden, denke ich mal. Die kommen jetzt bloß immer wieder, da ich jetzt neue Mods mit drinnen habe. Unter anderem auch fürs THW Fahrzeuge. Also da wird jetzt ja, demnächst auch was kommen. So, jetzt diesmal fahren wir richtig rein. Und zwar vom Eingang und nicht vom Ausgang rein. Ja, für die, wo gerade wirklich gut aufgepasst haben, wie wir mit dem Hubschrauber hergeflogen sind, hat man die THW Fahrzeuge schon gesehen. Die werden wir dann, ja, ich denke mal im nächsten Video dann auch brauchen. Nur zu dem, also da wird was mit dem THW kommen. Genau, das ist auch jetzt daher. Jetzt einmal die Person ab, ausladen. So, und dann hier aufmachen. Und dann hier die Person auch. Bekommen wir auch hier rein. Genau, dann in den Schockraum rein. Hier, zack. Und ja, dann haben wir das auch schon soweit fertig. So, jetzt an der Unfallstelle wird natürlich auch ja, zusammengeräumt. Erstmal die ganze Sache wieder zumachen. Da seht ihr jetzt vielleicht auch, für die, wo wirklich die Videos ganz genau anschauen, da sind die ja, die Verschließer, sage ich jetzt mal, andere Zeichen jetzt. Sonst gab es ja immer bloß so ein normales X, nennt sich jetzt einfach mal. Und jetzt gibt's, oder jetzt sind es halt, wird's mit einem anderen Programm praktisch gemacht und deswegen schauen jetzt die Schließer ein bisschen anders aus. Aber da ist nichts Wildes dabei. Genau, so, dann den haben wir zusammen. Genau, so haben sie normal ausgeschaut, also mit so normalen X-er. Jetzt schauen sie halt minimal anders aus. So, den lassen wir mal noch so stehen.
Den drehen wir jetzt mal direkt um. Bei dem funktionieren leider die Heckwarner jetzt auch nicht mehr. Dummerweise. Muss ich mal schauen, dass ich die wieder herbekomme. Genau. So, jetzt den einmal umdrehen. Und die Polizei bleibt noch da, bis der Abschlepper da ist. Wir können aber schon mal fahren wieder. So, das Blaulicht ist irgendwie auch dunkler geworden, habe ich das Gefühl. Muss ich mal schauen. So. Dann holen wir den noch her. Die Polizei, wie gesagt, bleibt noch da. Und ja, wartet, bis der Abschlepper eben da ist. Aber wir können schon mal wieder heimfahren. So, dann fahren wir mal kurz durchs Gras durch. Und dass wir wieder in Kolonne heimfahren. So, der ist da so. Ja, haben wir noch ein Stück voll. So. Dann nehmen wir den wieder mit. Da, wie gesagt, muss ich mal schauen, dass ich da wieder das andere Fahrzeug reinbekomme. So. Und hier. Das passt auch. Und dann jetzt noch den letzten. Das letzte Fahrzeug. Und da drehen wir auch einmal um. Und dann können wir da auch wieder heimfahren. So. Das Taxi kann jetzt auch wieder weiterfahren. Und das andere Auto, wo angehalten hat, die können jetzt auch wieder weiterfahren. Außer die Polizei hat jetzt noch Fragen, aber ansonsten könnten die jetzt auch wieder weiterfahren. So. Und dann, ja, fährt die Feuerwehr jetzt erstmal wieder zurück. Und wie gesagt, die Polizei bleibt noch da. Ja, bis der Abschlepper da ist eben. So, da sind alle da. Das passt. Dann fahren wir ganz entspannt jetzt wieder zurück. Ja, da fahren wir nicht in der Innenansicht. Das Auto hat nicht so eine schöne Innenansicht. So. Und ja, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr auch einen Abo und Like da lassen, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Das kommt jeden Montag und Freitag. Ein LS22 Video. Und jeden Mittwoch und Samstag ein ETS2 Video. Die Videos kommen immer um 16 Uhr. Was macht denn das jetzt? Jetzt hat es wieder. Okay. Ja, da fahren wir immer noch nicht in der Innenansicht. Okay, dann fahren wir mal ein bisschen langsamer. Das, ja. Ja, so ist halt der Follow-Me-Mod. Funktioniert auch nicht einwandfrei. Aber wenigstens hat das Feuerwehrauto wieder zurückgefunden. Eieiei. Naja. Wie gesagt, wir fahren jetzt wieder zurück. Und im nächsten Video, denke ich mal, werden wir das THW im Einsatz, weiß ich zwar noch nicht, aber auf jeden Fall mal anschauen. Ob es da schon im Einsatz ist, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, am Anfang, wie wir mit Hubschrauber geflogen sind, da hat man es schon gesehen. Leicht, also minimal. Weiß ich schon mal probiert habe, getestet habe, die Fahrzeuge, ob die, ja, ob die Performance technisch gut sind oder ob die Probleme machen oder sonst was, das habe ich alle schon getestet. Funktionieren alle eigentlich gut. Und ja, da, wie gesagt, schauen wir dann im nächsten Video, werden wir dann, oder im nächsten Blaulicht-Projekt-Video werden wir dann auf jeden Fall dann sehen. Wie gesagt, ob im Einsatz oder nicht, muss ich mal noch schauen. Genau. So, jetzt bremsen wir extra ab, dass die da nicht rumfahren wie nochmal was. So, schön langsam hier rum. So, ja, jetzt schaut's gut aus, glaube ich. So, dann sind wir jetzt auch da. Dann tun wir da mal den Helfer wieder raus. Und parken jetzt die Autos noch ein. Und dann war es auch schon wieder für heute. Heute ein bisschen kürzeres Video.
wie sonst immer die Blaulichtprojekt-Videos. Und ja, der nächsten Montag geht es dann wieder weiter mit dem Blaulichtprojekt. Wird, wie gesagt, eventuell schon das THW in Einsatz. Vielleicht schauen wir uns auch da erstmal nur an. Muss ich mal schauen. So. Das Auto müssen wir jetzt mal schauen, dass wir da wieder das andere herbekommen. Ich glaube, das hat dann auch andere Reifen, oder? Ich weiß gar nicht. Irgendwie schaut es ein bisschen anders aus, habe ich das Gefühl. Aber da will ich gerne das andere Auto wieder da haben. Mal gucken, dass wir das wieder zurückbekommen. So, ich glaube, andere Reifen hat es. Das ist durch die ganzen Mods, wo ich jetzt hinzugefügt habe. Ja, ist anscheinend das gleiche HLF eben als Mod noch dabei gewesen. Und das hat halt das, ich sag mal, alte ersetzt. Ja genau, das meine ich. Die Meldungen muss ich irgendwie wegbekommen. Weil das sind so Einsatzmeldungen, aber der hätte nicht mal den Einsatz. Nee. Also da muss ich mal noch schauen, dass ich die wieder wegbekomme. Die nerven nämlich schon. Ob man die ausstellen kann oder sonst was. Genau. So, jetzt ist alles eingepackt. Und ja, dann würde ich sagen, was ist jetzt mit dem Video für heute. Wir sehen uns dann, ja, am Mittwoch um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Das ist dann ein ECS2 Video. Euch einen schönen Start in die neue Woche. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.